Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir basteln heute ein bisschen weiter an unserer Bude, würde ich mal behaupten. Ich habe schon mal ein bisschen Holz eingesteckt, wir sind voll ausgeruht. Es kann also losgehen. So, wir wollten das Ganze hier mit der Fassade heute weitermachen, oder ich wollte das. Was ihr wollt, interessiert mich überhaupt nicht. So, und zwar würde ich ganz gerne einmal die Balken hier noch weitersetzen. Die fehlen hier nämlich noch. Zack, zack, zack. Und dann eigentlich auch nochmal mit hier dran. Und dann muss da noch ein schönes Kreuzerlein rein. Habe ich das hier reingesetzt? Irgendwie? Irgendwo? Irgendwann? Na? Ist das richtig? Irgendwie nicht. So, komm, jetzt mach mal hier. Warum kriege ich das denn jetzt nicht mehr wegen dem Dach hier vorne? Oder einfach, weil ich nicht richtig drauf gucken kann. Wir bauen uns mal ganz kurz eine kleine Hilfe. Auch wenn wir hier ein super Gerüst haben, aber an der Stelle ist das gerade nicht ganz so zu gebrauchen. Hätte ich zuerst das setzen müssen? Ich glaube, es liegt wirklich am Dings. Dem Dach hier drüben. Genau so reingesetzt, obwohl ich muss auf den hinteren Balken. Auf den. Na dann eigentlich ein Stück tiefer. Also ich glaube, entweder liegt es daran, dass wir das schon gesetzt haben. Jupp, daran lag's. Na gut, dann machen wir das halt nochmal weg. Zack, zack. Und zack. So, dann haut das nämlich schon mal hin. Hier müssen wir irgendwie noch einen geraderen Abschluss finden. Ich weiß nicht, kriegen wir jetzt hier nochmal so einen Längsbalken davon rein? So vielleicht. Den müssen wir dann irgendwie hier draufsetzen noch. Ja, vielleicht lassen wir es so. Mal gucken. Das Kreuz guckt hier immer noch so ein Stückchen vorne raus, aber naja. So, hier vorne kommt dann nämlich auch schon der erste Eingang. Ich habe überlegt, dass wir vielleicht hier oben, weil Steine werden wir hier nicht draufsetzen können. Bin ich mir, glaube ich, relativ sicher. Also wir können es probieren, aber ich glaube nicht, dass das klappt. Die werden wahrscheinlich zu schwer sein. Wir müssen uns mal ein bisschen Stein holen. Dafür werfe ich jetzt hier einfach mal fix so ein Ding hin. Ich hoffe, es reicht mit unserer Traglast, dass wir hier so einen Steinhaufen mitkriegen. Gucken wir mal. Hier sieht gut aus. Rüben sind, glaube ich, auch schon fertig. Müssen wir bald nochmal ernten gehen. Also wir können es mal probieren, ob wir hier oben Stein draufsetzen können. Ich glaube aber nicht. Mein Plan war eigentlich auch so eine Kreuze draufzusetzen. Komm, geh mal hoch. Und dann nehmen wir einmal an die große Steinwand, hatten wir genommen, ne? Die war eigentlich so. Ja, okay. Dachte ich mir. Ah, dann haben wir es zumindest auch mal probiert. Das heißt, wir machen so weiter. Ich muss mal gucken, ob das jetzt hinhaut. Aua. Ah, schon wieder. Ne? 25 Leben noch. Wir müssen echt aufpassen damit. Joa, haut doch so weit hin. Und da oben müssen wir dann nochmal schauen, was wir da machen. Also ein bisschen Abwechslung wollte ich reinbringen. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob es mir so gefällt, aber umbasteln können wir das allemal noch. Dann würde ich jetzt ganz gern vielleicht doch erstmal mit Rundholzbalken weitermachen, dass wir die hier dran setzen. Ne, das haut nicht ganz hin. Wir können erstmal das hier wegreißen. Das brauchen wir eigentlich auch nicht. Da können wir hier so einen kleinen zwischensetzen. Dass der Vollständigkeit halber passt. Und dann machen wir diesen. So, der Eingang. Ja, wir müssen das Bäumchen umsetzen. Es wird leider nicht anders, aber bringt uns auch nichts, wenn wir ein Riesenhaus haben. Und dann so einen kleinen Furzeingang dran. Ist ja halt auch irgendwie nicht so das Wahre. So, den setzt es jetzt hier in die Luft, weil die Dinger hier stehen, ne? Natürlich wieder super gelaufen. Mit meinem Gerüst. Dann machen wir hier erstmal ein Stückchen weiter. Wo haben wir das Ding jetzt rangesetzt? Das liegt ganz hinten dran, ne? Haut das so hin? Joa, das haut so hin. Und zack, dann machen wir uns nämlich hier
einen coolen Eingang rein. Ja, passt sogar, dass wir es ganz hinten rangesetzt haben, weil dann ist jetzt hier zu. Das ist nämlich korrekt. Perfekt. Es hat mal was auf Anhieb funktioniert. Ich bin erstaunt. So. Geilo, das wird mega dick. Ich freue mich drauf. Weiß nicht, ob wir hier auch noch... hier vielleicht eine kleine Steinwand noch drunter bauen sollen. Obwohl, die ist dann wieder zu breit für die Rundhölzer. Nee, das wird alles nichts. Wir lassen das so. Ich weiß, wir müssen natürlich auch prinzipiell erstmal noch drin weiterbauen. Mach mich jetzt hier schon an die Fassade, obwohl... Was ist denn hier? Obwohl wir natürlich hier auch noch Balkenkonstruktion und Dach und alles bauen müssen, aber... Ich habe halt einfach gerade Bock auf Fassade. So ist es. Wer kennt's nicht? Und nachts wach wird und auf einmal Bock auf Fassade hat. So, das Ding müssen wir auch wieder hier hinten dran setzen. Passt. Irgendwie, ich mag zwar, wenn die Sonne scheint, aber irgendwie haben wir auch immer das Glück, dass die dann heftigst blendet. Fehlende Voraussetzungen, na super. Es wird ein ganz schön teurer Spaß, was die Rohstoffe angeht, aber dafür wird es halt auch hübsch. Hä? Nimm's halt. Ja, ich denke, das wird mega geil werden. So, dann müssen wir mal gucken. Ich denke mal, die Höhe so ungefähr passt schon. Hier soll ja dann auch nochmal ein Spitzdach drauf, was so aus dem Gebäude rauskommt. Aber ich würde prinzipiell behaupten, dass das so ungefähr schon hinhaut. Jetzt konnten wir hier nicht weitermachen. Ich wollte ja eigentlich, wenn wir gerade oder ungerade enden. Ich hatte es so gemacht, dass wir gerade enden. Das heißt aber, wir können keine Einzeltür reinbasteln, sonst wird es asymmetrisch. Ach, es wird mega geil. Überlege, ob wir jetzt einfach hier oben noch weiter Rundholzbalken draufballern, bis es voll ist, dass wir hier nicht noch mehr Designelemente, nenne ich es mal, reinkriegen. Es wird dann vielleicht auch ein bisschen zu viel und bringt einfach so ein bisschen Unruhe rein. Das möchte ich natürlich auch nicht. Bin schon mal froh, dass das alles hält. Wir werden nur wahrscheinlich gleich kein Kernholz mehr haben. Obwohl doch, wir haben ja in der Kiste noch. Wir waren doch sammeln. So, jetzt ist es leer. Gucken uns das gleich nochmal von unten an. Ja, dadurch wirkt das jetzt oben so klobig, weil das hier unten nur so wenig Platz einnimmt. Gefällt mir irgendwie doch noch nicht. Es ist halt zu groß, also... Es passt von den Proportionen irgendwie nicht mit dem unteren. Mal gucken. Jetzt wird es gleich wieder dunkel und gar keine Lebensmittel mehr im Bauch. Wer viel arbeitet, muss natürlich auch viel essen. Oh, 50 Kernholz haben wir noch. Hey, wir müssen direkt nächste Folge schon wieder sammeln gehen. Aber naja. Ja, jetzt ist die Frage, machen wir das doch noch eins höher? Dass das am Ende alles ein bisschen gleichmäßiger aussieht, dass wir sozusagen... eine Höhe mit Stein haben, die gleich hoch ist wie die Rundholzbalken und die Kreuze sind halt ein bisschen schmaler zwischendurch. Wäre natürlich gar nicht so verkehrt. Andersrum, andernfalls ist aber auch so, dass wir hier ja eh noch ein Dach drüber bauen und das Dach ja auch ein bisschen vorstehen soll. Das heißt, vom Anblick dann, wenn wir hier stehen, wird wahrscheinlich eh hier die Hälfte mit Dach bedeckt sein. Also ist es eigentlich auch egal, dann wäre die Proportion wahrscheinlich wieder passen. Wir lassen das erstmal so, bauen dann das Dach und dann können wir notfalls immer noch umbauen. So, hier soll also Eingang rein. Das heißt, den Bereich würde ich jetzt erstmal aussparen. Müssen wir gucken, 1, 2, 3, wenn wir 4 freilassen, geht es dann sozusagen hier weiter. Und wir müssten natürlich genauso weitermachen wie hier drüben. Das heißt, hier kommen jetzt erstmal 2 Balken hin. 1 und 2. Und dann wird uns eh gleich das Material ausgehen. So, der letzte, wie immer. Komm schon. Basteln einfach hier ran, macht mir das Leben ein bisschen einfacher. Ach, genau, ich sag's noch. Ach, es ist ein Krampf.
jetzt so. Dann müssen wir natürlich die mittleren gleich wieder rausnehmen. Jetzt lasst mich nochmal kurz nachschauen, wie wir das hier gemacht haben. Wir haben dann einfach so ein Dings noch dran gesetzt. Und die Nachtmusik setzt ein. Und dann das Ganze nochmal so. Genau, so war's. Gucken, wie lange die Balken noch halten. Oder unsere Rohstoffe noch halten. Jetzt ist alle. Okay, dann wird das Ganze nämlich... dann wird das Ganze nämlich einigermaßen gleich. Das heißt, wir haben das so. Dann kommt Tür. Dann machen wir das nochmal so wie hier. Dann kommt Tür. Dann machen wir das nochmal so. Und dann machen wir hier den Rest... Dann wieder mit dem Stein und den Kreuzen drauf. Ich denke, das könnte so echt was werden. Mit den kleinen viereckigen Pfosten hier will ich dann auch hier oben und so noch ein bisschen Verzierung machen. Ein bisschen Holz haben wir auch noch. Wir können, wenn wir Lust haben, noch gleich mal eine Runde weitermachen. Das Ganze dann nehme ich nochmal so hier. Frage, ob das jetzt so richtig aufgeht, aber ich glaube ja. Jo. Hier haben wir den Rundholzbalken. Finde ich eigentlich gar nicht auch, eigentlich auch nicht so verkehrt. Dadurch, dass wir hier unten ja die Dinger haben. Wir müssten natürlich dann nochmal so einsetzen. Und werden den wahrscheinlich auch nochmal doppelt machen. Dann passt das so ins Optische ganz gut rein. Entschuldigung, ich kann heute nicht sprechen. Weiß auch nicht warum. Ja, ich würde sagen, so gefällt mir das schon. Wie gesagt, am Ende mal gucken, wenn das Dach noch drauf kommt, müsste das proportionstechnisch wieder ein bisschen besser aussehen hier von der Frontansicht. Hey, wir basteln hier gerade echt an was Großem. Wird mir mal wieder so bewusst. Gut, was macht man jetzt am besten? Die Sache ist, wir brauchen unbedingt wieder Kernholz. Was war das? Da hinten gerade den Berserker gesehen, aber es klang schon wieder wie irgendwas Fliegendes. Hier, schaut, da sind die Skelette. Ich hab's letzte Folge erwähnt. Wir prügeln hier alles tot. Ihr seht's, überall blinkert's, dass Loot rumliegt. Ich finde das echt cool. Gibt so viel kostenlosen Loot dadurch. Gefällt mir sehr gut. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt doch nochmal eine Runde Kernholz sammeln. Bringt ja alles nichts. Dann machen wir das diese Folge schon. Es liegen ja noch ein ganz paar gefällte Baumstämme da hinten rum. Ich snack mir diesmal noch ein bisschen Marmelade mit rein, dass wir mehr Ausdauer haben. Legen uns nochmal fix schlafen, dann sind wir ausgeruht, müssen nicht im dunklen Wald herumspazieren. Und können uns da ein bisschen hoffentlich einen gediegeneren machen. Als nachts. So, also eine fixe Marmelade. Wo ist die Marmelade? Irgendwo unten war die. Hier war die, genau. Zack. Und wir packen sie gleich mal mit rein. Ausgeruht sind wir. Uralter Skill ist dabei und die Axt ist auch komplett repariert. Wir müssen dann natürlich mal schauen, wie wir hier dann den Übergang machen. Weil wenn man dann immer auf das hier drauf schauen, sieht natürlich auch nicht so geil aus. Aber auch da wird uns bestimmt eine Lösung einfallen. So, und zack. Irgendwie bin ich ganz schön nah dran. Hier, schon wieder zwei Nixen. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Hirsche sind nicht mehr so schreckhaft wie früher. Entweder haben die sich dran gewöhnt, dass hier einer wohnt und den ganzen Tag Krach macht. Wie oft wir jetzt schon an dem Hirsch nah dran vorbeigelaufen sind, beziehungsweise... Wartet mal, ich habe mir das doch markiert. Das war hier hinten. Ja, beziehungsweise sogar angestoßen sind beim Rennen an irgendeinen Hirsch. Gab's früher irgendwie nicht so oft. Insgeheim bin ich nämlich Hirschflüsterer. Anerkannter Beruf bei der IHK. Deswegen klappt das mittlerweile so gut. So. Ich habe natürlich vergessen, mir die Folge von gestern nochmal anzugucken. Ich wollte das ja nochmal mit dem Troll überprüfen, ob der wirklich nicht zu sehen war. Nicht, dass ihr denkt, ich versuche euch hier zu verarschen.
Ich verspreche euch, nach dieser Folge werde ich es tun. Und gebe euch nächste Folge Bescheid. So, hier. Überall Kiefern. Ausdauer ist voll. Sind ein paar Kiefern in der Nähe. Wir hauen den uralten rein. Und machen das hier alles klein. Ich hätte natürlich noch vorher ein bisschen Inventar leeren können. Aber man kann halt auch nicht an alles denken. Und dann holzen wir mal ab. Da kommt schon wieder die ganze Armee. Es ist wirklich... Wenn es um den ihre Bäume geht, verstehen die echt keinen Spaß, ne? Ne, nicht den Baumstamm. Nicht den hauen. Dann machen wir nicht so viel Schaden in dem eigentlichen. Ach, geht doch weg. Ihr immer mit euren Steinen. Ne, den treffen wir von hier nicht. Ja, es nervt halt immer, ne? Weil es frisst halt einfach Zeit vom Skill. Wenn wir uns jetzt hier erstmal um die Typen kümmern müssen. Ich hab mal gar keinen Bock drauf. Bitte nicht nochmal ein Troll. Deswegen versuche ich die größtenteils zu ignorieren. Ich meine, die machen ja nicht so viel Schaden. Ich kümmere mich später um euch, okay? Jeder kommt noch dran, keine Sorge. Ah, sieht auch wieder geil aus, wie die Sonne hier reinballert. Müssen wir uns noch mal ein bisschen anschauen. Gefällt mir gut. Jetzt habe ich auch ein gutes Thumbnail. Ich spreche gerade noch von Zeitverschwendung gegen den Gegnern und stelle mich erstmal 2 Sekunden hin, um den Sonnenaufgang zu beobachten. So, nee, jetzt geht ihr mir doch langsam auf die Nerven. Bam. Ah, wir haben hier echt viel liegen. Huch. Nicht mit den Fäusten. Ja, wir nutzen jetzt hier den Skill noch ein bisschen aus, machen hier alles klein, dann ist die Folge leider auch schon wieder rum. Und dann würde ich sagen, machen wir uns nach Hause Anfang nächste Folge und nehmen uns vielleicht doch nochmal Zeug für ein Portal mit. Dann brauchen wir nicht jedes Mal den Weg laufen, auch wenn es nicht so extrem weit ist, aber ein bisschen Zeit spart sie am Ende doch. Nicht auf mein Lagerfeuer. Brauche ich vielleicht noch. Diesmal haben wir tatsächlich ein bisschen mehr geschafft. Beim letzten Mal kam ja der Troll dazwischen. Jetzt sieht das hier doch schon ganz gut aus, dass wir dann in der nächsten Folge ein bisschen weiter basteln können. Mal gucken, also in den Sumpf müssen wir prinzipiell erstmal nicht mehr. Wir haben genug Eisen. Mal schauen, wann wir die Eisen... Die Eisenpfosten, genau. Die ersten Eisenpfosten brauchen. Ich denke mal, wenn es ans Dach geht... Wird es dann auf jeden Fall Zeit, dass wir die reinbasteln müssen. Geh doch weg. Komm her jetzt. Ist eigentlich auch dumm mit der Axt zu machen, weil die Axt hält sowieso nicht komplett durch. Wenn man keine Zeit vertrödelt und komplett hier durchhackt mit der Axt, hält die nicht die Zeit durch, die der Skill anhält. Ist dann meistens immer so eine halbe Minute eher schon kaputt. Ist mir aufgefallen in den letzten Tagen, als ich Holz sammeln war. Es wird bestimmt auch eine Eisenaxt geben, oder? Ich glaube, wir rennen halt immer noch mit der Bronzeaxt rum. Wäre eigentlich auch mal Zeit, da eine zu basteln. Wir können ja mal gucken. Wir haben ja ein bisschen was über 30 Eisen in der Kiste, wenn ich mich nicht ganz irre. Also können wir da auch mal ein bisschen verschwenderisch sein und holen uns mal eine ordentliche Eisenaxt. Oh yeah. Hier ist auf jeden Fall ordentlich was am Start.
dem ganzen Zeug, was hier rumliegt. Ich glaube, da haben wir erstmal für die nächsten 2 Folgen vorgesorgt. Aber wir werden trotzdem einigermaßen in Ruhe gelassen. Ich meine, kam jetzt 2-mal ein Mob oder 1-mal ein Mob und einmal so ein einzelner Typ. Aber ansonsten ist es eigentlich noch okay. So, es ist vorbei. Es ist vorbei mit dem Skill und mit der Folge. Wir müssen leider Schluss machen. Und die Axt ist auch kaputt. Na, wenn das mal kein schöner Abschluss ist. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen 19 Uhr wieder. Bis dahin. Macht's gut.